Das versteht draußen kein Mensch. Dass wir nach dem NSU, dass wir nach dem Breitscheidplatz immer noch 16 Landesämter für Verfassungsschutz haben. Dass die Daten an verschiedenen Stellen gesammelt werden, aber eben nicht miteinander geteilt werden. Dass es keine gesetzliche Grundlage für das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum gibt. Dass sie immer noch nicht die Lehren daraus gezogen haben, was da passiert ist. Und das hier auch noch im Brustton der Überzeugung als eine Verteidigung der deutschen Sicherheitsarchitektur darstellen, das ist wirklich schwach. Und da hätte ich mir mehr gewünscht.